Ja, das will ich nehmen. Also ich bin da in Harlem West. Wir machen Fortschritte. Heute treten wir gegen Cops an, statt von ihnen verfolgt zu werden. Die stehen da voll drauf. Es hilft uns, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu fahren, es sei denn, wir schlagen sie. Ha, scheiß drauf. Besiege sie trotzdem. Dings ist auch geil, die Drugster-Rennen und so, das habe ich auch am Anfang erst nicht gerafft, und das ist eigentlich so simpel. Aber da kannst du auch Punkte machen, also Geld machen. Ich fand das geil, so durch die Prärie durchzubretten. Ja, das ist auch gut. Wie denn? Ah, ich fahre dir auch noch hinterher. Wo müssen wir hin? Ach, da runter, hier runter. Ja, ich komme nicht mehr zeitlich. Nee, ist jetzt, ja gut, du bist dann reingezogen. Ach, ich denke, dann kommt man nicht mit. Doch. Aber mit dem Steuern, dass es halt manchmal feste sein muss, manchmal nicht, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Wie, ich habe einen Kontrollpunkt verpasst. Hallo? Da war keiner mehr. Da musst du, ach so, die beiden Tasten über den L-Tasten. So, zwei Tasten noch. Scheiße. Die musst du, wenn du die gleichzeitig drückst, dann bist du drin. Ah ja, ich hab's. Okay. Da kannst du, weil das ist das Sinnvollste, wenn du so sich verheddert hast. Gut, hier ist auf jeden Fall geradeaus bei dem einen Ding, da gibt's ein Sprunggefühl. Da musst du. Och Mann, willst du mich verarschen? Ich will abkürzen und dauernd verpasse ich dadurch die Kontrollpunkte. Ich bin es nicht gewohnt, immer noch auf der Straße zu bleiben. Ja, du musst aber auch die richtigen Abkürzungen nehmen. Dass ja, die meine eigene. Eben noch... Bei Formel 1 ist das viel einfacher. Ja, aber die Kontrollpunkte musst du auch... bei Formel 1 darfst du die abkürzen. So raus. Nein, bei Formel 1 ist das viel einfacher abzukürzen, beim... Also wird man stellenweise natürlich ein bisschen langsamer zum Beispiel, wenn du über so Streifen fährst, aber... Seid ihr das? Ihr wart das! Ich hab den 7er noch gesehen! Aua! Nein! Was ist das denn? Ich häng hier unten mit dem! Wo sind wir denn jetzt? Wo muss ich denn hin? Wenn du nicht weißt, wo die Strecke ist, machen, rücksetzen. Das ist immer am besten. Du bist vor mir! Ich hab dich gesehen! Mit dem... Oh. Und ich komme wieder nicht darum. Ach, das ist scheiße. Legal fahren heißt nicht Tempolimit. Das weißt du doch, oder? Also das war jetzt eine Abkürzung, nehme ich mal an, wo ihr gesprungen seid gerade. Ja, der Sprung ist gerade auf der Abkürzung. Das musst du bei den höheren, also bei schwierigen Abschlüssen, die auf jeden Fall nutzen, weil sonst kriegen die nicht. Ja, ich komme aber da nicht drüber und ich bin jetzt zweimal dagegen geknallt. Ja, das ist auch Boosten, ja. Wenn du da hochgehst. Ja, hab ich gemacht. Ich bin zweimal dagegen geknallt. In der letzten Etage. Da warst du, ich hab dich gesehen. Aber du bist immer noch 17 noch auf der 8. Nee, ich hab zwei Leute überholt. Ja, aber du bist nicht letzter, du bist 7. Ja, vielleicht waren das die ersten, die mich überholt haben, weil ich dauernd gegen das Ding... Aber der andere, der stand... Ich weiß nicht, ist das jetzt ein NPC oder ist das jetzt ein Live-Rennen? Nee, das ist ein NPC. Live-Rennen sind anders. Weil die haben nämlich, meine ich, immer die gleichen Namen, ja. Ja, das sind... Aber die fahren richtig scheiße teilweise. Die kriegen mich ab und so. Oh, hier ist Polizei. Ich hoffe, die suchen mich gerade nicht. Ich habe zu viel GTA gespielt, ich weiß. Dein Auto... Wie sieht denn dein Auto aus? Fotoaufgabe in der Nähe. Im Nitro fühlt man sich ja so ein bisschen wie bei Fast and Furious, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, und ich war ja, ein Event war ja diese Muscle-Cars, da gab es ja die zu kaufen, aber dran sind. Und dann musstest du damit fahren, das war so richtig cool, auch der Sound. Wie der V8-Sound. Ich finde der Sound von den neuen V8 ist auch ein bisschen. Was denn? Ach hier, ich guck mal, meine 660 Follower gerade mal eben. Oh, so nicht. das war geil. Ich der war geil. Oh, so nicht. ich dachte,
aber ich glaube, ich müsste ein bisschen mehr anlaufen. Dann käme ich, glaube ich, sogar mit dem Mikro über die Du erhältst eine Liste von Stunts, die du zeigen musst. Bist du damit fertig, erhältst du die nächste. Ja, und hier seht ihr jetzt, wie ich zwischendurch nochmal etwas alleine geflogen bin. Das war wieder so eine Phase, wo ich überhaupt nicht gesprochen habe, weil ich auch ein bisschen genervt war. Ich habe es ein paar Mal versucht, da kommt es jetzt zum ersten Mal mit diesen Loopings. Immer wenn ich einen Looping gemacht habe und den auch eigentlich ziemlich sauber ausgeführt habe, hat der das Ganze nicht angenommen und ja, ich habe einfach nicht verstanden, warum. Das war jetzt so meine zweite, dritte Runde irgendwie jetzt die Ecke, glaube ich. Und zwischen den Listen erhältst du Zeit für Freestyle und um zu zeigen, was du wirklich drauf hast. Also wenn ich gemerkt habe, bei den Aerobatics musst du beides beherrschen. Ich habe einen doppelten Looping gemacht und habe dann dementsprechend, hat es dann funktioniert. Warum, weiß ich bis heute noch nicht, aber gut, wenn es funktioniert, dann ist das halt so, beziehungsweise dann ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Die Sachen kann man, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, die kann man auch zu zweit machen, dann zählt das beste Ergebnis. Also man fliegt halt für sich alleine, aber das beste Ergebnis von der Crew zählt halt. In dem Fall habe ich es aber komplett alleine gemacht, weil der EP irgendwas anderes machen musste zu dem Zeitpunkt oder gerade nicht online war. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau. Dementsprechend wird jetzt bis zum Rest dieser Aufnahme erstmal nicht mehr so viel geredet, sondern da kann man einfach mal den Motor. Es wird Zeit, deinen Stil zu zeigen. Die Aufgabe Freestyle ist auch, angesagt. Ja, ziemlich früh jetzt im Vergleich erfüllt und hatte noch knapp 1,5 Minuten ungefähr übrig, um einfach mal selber ein bisschen Freestyle noch zu machen. Das hatte ich die zwei Runden davor nicht, weil ich irgendwie total an diesen einen blöden Looping gehangen habe. Aber gut, shit happens. Und schon hast du nichts Freies mehr. Jetzt verfügbar. Du bist zu einem neuen Live-Extreme-Rennen eingeladen worden. Ich sag's dir, es hat Vorteile, ein Star zu sein. Bist du bereit? Ein bisschen kompliziert, das aber du stehst deine Gelegenheit mit einer 2017er Harley Street Glide Special von Vegas nach Yosemite zu fahren. Ich sehe dich nicht. Da fahren noch mehr Harley-Fans mit. Also, jetzt schon weitergefahren? Hat nichts damit zu tun. Nee, es ist nur eine Easy Rider Chance auf einen Sieg. Aber das Motorrad brauchst, das wird sowieso vorgegeben, ne? Das... Hä? Der wechselt mein Motorrad nicht. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich das Ach, jetzt. Hahaha. Ja, okay. Ja, genau, mit einem T-Shirt auf dem Motorrad drauf. Ja, ja. Also ich fahre hier immer durch die Palmen hier. Und schöne Straße. Am Start gleich boosten. Immer. Vollgas und boosten. Das ist erstmal ziemlich geradeaus, eine ganze Strecke.
der denn rein? Ist der jetzt links vorbeigefahren? Ich bin jetzt, ja, ich bin links vorbei. Ja, dein Name steht mich nicht drüber, Alan. Ja, jetzt sehe ich den. Nicht das denn, wenn ich damit gefahren bin? Ja, deshalb ja. Du kriegst dich, selbst wenn ich das gleich auf schwer fahren würde und gewinnen würde, dann, ja, ich gewinne das, dann würdest du schwer auch schon haben und hättest dementsprechend auch eine Freischaltung. Aber ich glaube, nee, du kannst nur schwer fahren, wenn du das Fahrzeug aber kaufen würdest. Das ist das Fahrzeug, glaube ich. Deshalb guck dir das erstmal an, ob dir das überhaupt wird. Achtung, hier geht es sehr stark um die Kurve. War Müller mal mitgenommen? Scheiße. Sag doch, dass die Kurve da hinten war. Ich ja, wollte hier vorne eigentlich durch. Die Kurve ist nicht scheiße. Richtig. Nein, jetzt komme ich hier nicht dran vorbei. Weg da. Ich hab's trotz einem riesen Crash. Hab's ja, aber doch geschafft, gesehen. Auf zwei zu bleiben. Die haben dich erst überholt und dann hast du wieder zurückgegangen. Hier geht's gleich so ein bisschen um die Ecke. Das kannst du eigentlich voll fahren. Also ich fahr's voll. Aber der hat eine viel bessere Straßenlage irgendwie als mein Auto. Ja, das Motorrad ist halt anders etwas, ne? Aber es ist auch nicht so schnell. Nein! 300. Oh. Aber du hast auch Gegenverkehr und dann oben. Was ist jetzt? Ja, ich bin gegen Auto gefahren, ich Idiot. Alle haben mich direkt überholt, so eine Kacke. Also manchmal ist es besser, dann dich zurückzustellen. Also das geht schneller als zurück zu kriechen, sag ich mal. Weil beim Motorrad hast du ja keinen Rückwärtsgang. Du hast ja deine Füße, nur wo du dich dann beiwickelst. Ne? Nee, das war wirklich nur dieses dagegen gefahren und dann weitergefahren. Aber das war halt der Moment, wo sie alle gegen mich um mich rumgefahren sind. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sonst immer voll die Probleme mit dem Auto, weil alle mich ja komplett abhängen, direkt am Start schon. Ja, aber mit dem ist es ja auch viel. Pass auf. Hier hinten musst du gleich ziemlich abbiegen an dem Salzsee. Da musst du so ziemlich links abbiegen, 90 Grad. Das kommt gleich. Aber ich bin 30 Sekunden vor dir, also das ist noch ein bisschen. Ja, ich sehe es auf der Karte. Ich habe mich nur gedacht, ich muss jetzt auf der linken Spur weiterfahren, weil es hier abgebogen wird oder so. Das ist doch richtig. Hier kommt gleich, die Berge kommen gleich. Da geht es hoch in die, ob das die Rockies sind? Nee, weil die sind nicht die Rockies. Auf jeden Fall ist es sehr kurvenreich. Das Problem ist, das Motorrad, wenn du dich so reinlegst, ist es ein bisschen komisch von der Fahrphysik. Also wenn man Motorrad selber fährt, weiß man, wie das normalerweise ist. Und hier komme ich manchmal um die Kurve nicht rum. Ich benutze dann nein! Die Hand. Was macht? Ich habe den scheiß Kontrollpunkt verpasst. Ja, da musst du einfach kurz setzen. Setz dich zurück. Dann Ey, warum fahre ich hier eigentlich mit T-Shirt durch Schnee durch? Das mal einer ja, da kommt auch noch Scheiß mit, das ist teilweise anders, oder? Ramon, bau einen Unfall, ich möchte dich überholen. Geht auch ohne Unfall. Aber der ist mir dicht auf den Fersen, das ist schlecht. Ja, das ist. Aber das kriegst du. Keine Panik, das Rennen ist noch ein bisschen länger. Wie ist denn 39% haben wir erst? Oder ich habe 39%. 32. Aber du kriegst 67.000 Bucks dafür. Wenn ich oder wenn einer gewinnt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das. Entweder probieren müssen wir aus. Oder ich warte beim Zieleinfahrt auf dich, wenn du Zweiter bist. Und dann fährst du vorbei. Und bist du Erster, dann hast du das auch gewonnen. Das können wir auch machen. Ja, ich weiß. Ist das nicht normalerweise so, dass also der, nicht, am besten ist, den anderen mitzieht? Ja, du kriegst den Loop, aber ich weiß nicht, ob du den Arsch von dem anderen kriegst. Ob du auch diese für den ersten kriegst. Das weiß ich nicht. Das müssen wir nochmal gucken. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, du kriegst dann die Platzierung, oder weiß ich nicht, ob das weniger ist. Ach nee, das geht ja nicht in die Kurve. Ja, ich sag doch, das ist. Deshalb nehme ich die Handbremse teilweise oder bremse halt. Kurve, die macht mich hier gerade so ein bisschen Sugar. Oh, du bist hinten, ja, okay. Ja, aber die sind noch knapp vor mir. Aber ja, ich bin hier gerade am Fahren, die Sau.
Ja, du kommst dann gleich oben auf die ja, Panoramastraße, sag ich es mal. Das, da kannst du ein bisschen mehr, da kannst du Vollgas fahren, viel stecken. Bist du auf so ein paar Kurven, die solltest du bremsen einmal kurz. Ja, ich muss mich echt an die Steuerung gewöhnen, weil ich kenne es halt von Gran Turismo nur, dass er auch nach vorne drücken muss. Das darfst du hier nicht machen, weil dann dadurch irgendwie alles komplett ausbricht. Ja, beim Motorrad ist es so, wenn du nach vorne drückst, dann ist Gewichtsverlagerung. Ne? Das ist aber eigentlich beim Schnellfahren schon, soll das was bringen. Ich werde fast einem reingefangen. Boah, ich fahre mir echt eine Scheiße gerade zu. Also das Ding, dieses Rennen fahre ich immer so zum Entspannen neben dem, wenn ich arbeite und Zeit mal ein bisschen Zeit habe, fahre ich das immer Geld zu fahren mal. Ne? Weil das Gute ist, selbst wenn mich jetzt einer anruft oder so, ich kann Escape drücken, dann ist das pausiert. Ne? Ach, dann pausiert er auch. Ja, der pausiert, das ist das Gute. Es sei denn, wir fahren in der Crew. In der Crew natürlich nicht. Weil da müssten ja alle pausieren. Aber wenn du alleine fährst, pausiert das. Du darfst aber nicht zu lange pausieren, weil irgendwann wirft er dich auf der Session. Ja, das finde ich total bescheuert. Vor allen Dingen auch so schnell wie bei GTA wieder. Ja, aber die Ladezeiten sind da viel schneller und das Ganze wird dann viel schneller. Also das ist ja kein Problem bei GTA, aber es ist ja ewig, aber. Jetzt geht's den Berg wieder runter und dann geht's noch mal hoch auf den anderen Berg. Das ist so schon ziemlich. Also ich bin bei 69%. 56. Aber dieser Arsch von Kelvin hat mich gerade überholt. Haben die eigentlich auch alle Nitro drin, zumindest fahren? Ja, das hatten sie nämlich erst nicht. Da haben die kein Nitro benutzt und jetzt benutzen sie es auch an den unmöglichsten Stellen, wo normal kein Nitro benutzen würde. Da habe ich mich so gefreut, weil das ja eigentlich im Vergleich so lahmarschig ist, ne? Also alles, was ich kriege. Ja. Dass ich da überhaupt irgendwie mal schneller bin als die anderen und dann so ein Scheiß. Fliegst du ein-, zweimal ab? Ja, das ist. Oh, das wird dich an. Hi. Das wird dich nerven, wenn du auf Ass fährst. Wenn die KI dann mal einmal wegkickt und du nicht wieder drankommst. Ich hab gesehen, ihr spielst die Crew. Ja, ich bin gerade erst reingekommen. Weil ich bin auch drinnen, deswegen frag ich so. Was machst du? Ich habe jetzt das UFO entdeckt. Das UFO? Achso. Na für Fotoaufgabe oder was? Na nicht Fotoaufgabe, für die Hobbys, aber ich kenne so. Ich habe das erste Mal in dem Spiel gesehen, weil es kein Foto-Ding war und ich habe mir das aus YouTube rausgesucht. Nur das mit den Hobbys ist ja noch nicht erst seit einer Woche. Da gibt es nämlich eine zweite Aufgabe, die muss ich beweisen, dass sie da waren, aber das dürfte nicht gut sein. Ich suche jetzt nicht ganz die ganze Map ab auf irgendwelche grünen Männchen. Wir können uns ja grün anziehen, vielleicht seht das auch. Ich bin gestern 1500 Kilometer gefahren. Insgesamt. Scheiße. Wie die Hobbys. Ja, du musst mit jeder Wagenklasse. Ja, und dann musst du über 1000 Kilometer fahren. Aber Klasse ist nicht die Klasse, die da bei den Rennen ist, sondern Sportwegen, Oldtimer und ich habe bei den Touring Cars habe ich den Ferrari, den schnellen, und das ist ein Oldtimer, Gott sei Dank, weil mit einem uralten Auto fahre ich da nicht 1000 Kilometer, der nicht schnell ist. Das ist echt viel. Na zuerst, du weißt das ja nicht, jetzt weiß ich es ja schon,
Am Anfang steht, fahre 100 Kilometer mit einem Sportwagen. Jüngst 100 Kilometer soll ich direkt fahren. Wenn du die 100 Kilometer erreichst, kommt der Fahrer 250 Kilometer, fahre 500 Kilometer bis 1000. Ja. Was macht ihr gerade? Wir fahren gerade so Saale-Rennen und ich versuche halt hier ein paar Punkte zu verpassen. Ey, da würde ich dann gerne mitfahren. Kannst du mich dann in die Crew einladen? Ja, ja, klar. Ich bin jetzt im Ziel. Also ich warte jetzt nicht auf dich, weil du bist hinten. Ne? Deshalb ja, ich bin eben voll neben der Spur gewesen, hab dann nach einer Minute gedacht, scheiße, du kannst dich ja zurücksetzen. Weil ich war neben der Leitplanke, kam natürlich überhaupt nicht voran dran. Jetzt guck gleich mal drauf, wie viel Bugs du kriegst. Das würde mich mehr interessieren. Als wenn wir ein bisschen mitfahren und was. So. Also im Moment wartet dann. Also ich ist gleich vorbei, das bleibt 15 Sekunden. So, ja, ich muss sowieso auf den Sound. Das ist toll. Ich habe bei den Hobbys schon irrsinnig viel gemacht. Gut, sie haben an den... Wie viele Sterne hast du denn schon von allen? Na, bei den alten Spielern so quasi haben sie irrsinnig viel angerechnet, ja. Aber ich habe doch... Warte mal. Ich habe schon eine Menge. Und 67. Zwar, ja, das ist die. Da kriegst du den vollen Betrag, auch wenn du letzter bist. Also bei Race habe ich noch nicht viel. Da habe ich 107, bei Explorer 277. Und beim Collector 463.